Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Makedonien. Wir sind im Winter 331 und zuletzt habe ich Boiotien schon beinahe abgeschrieben gehabt, weil es hier zu einer freundlichen Begegnung zwischen Ätolien und uns gegeben hat, weil ich dachte, Boiotien hat kaum noch Land. Das war aber ein Trugschluss. Hier gibt es noch reiche, riesige Städte im Hinterland. Athen, Marathon, Torikos, Theben und, wie sie alle heißen. Also da ist noch einiges zu tun, zumal auch Boiotien hier wieder nochmal mit einer starken Hopliteneinheit angerückt ist und einer unserer Paltasten leider erledigt hat. Aber dafür haben wir vorher ziemlich gut hier gewütet in dieser Region. Machen wir weiter. Es gibt diplomatisch nicht viel zu tun. Handelstechnisch fehlt uns ein Handelspartner, der uns Steine bieten könnte. Naja, da müssen wir jetzt leider auf unsere Ressourcen dann warten und zurückgreifen. Ist auch nicht ganz wenig, was wir erhalten. 22 minus 3 Geburtenpolitik, 19 pro Runde. Das geht, damit kommt man eigentlich auch zurecht. Stichwort Geburtenpolitik. Vor jeder Folge passe ich das dahingehend an. Meine neue Strategie ist, dass ab Stadtgröße 4 ich die Geburtenpolitik ausschalte. Bis Stadtgröße 4 dürfen sie jetzt wachsen. Also, sie wachsen danach auch noch leicht weiter, aber gefördert wachsen, das scheint mir ein ganz guter Weg zu sein. Starten wir mit unseren Zügen und jetzt geht es erstmal hier um Athen. Wir sind hier in einer schwierigen Situation und wir können hier leider noch nicht mal fliehen. Das heißt, wir müssen eine Einheit zur Verteidigung nach vorne bringen, um diese Einheit wiederum zu beschützen. Und hier werden uns gute Aussichten vorausgesagt, wenn wir selber aktiv angreifen. Ich würde mal sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Machen wir das mal. Ja, das war jetzt nicht so dolle. 31 Verlust auf unserer Seite, 81 auf ihrer. Nun gut, ich denke trotzdem, dass die andere Einheit hier gut beschützt ist. Dann, wie sieht es aus in Kora? Zufriedenheit ist hoch, das heißt, wir können die Peltasten jetzt hier in diese Stadt als Garnison bringen. Nein, können wir nicht hier. Reichen dort nicht hin, dann müssen wir die Hopliten hier nachziehen. Irgendeine Einheit muss hier den Schutz vor dem attischen Mob hier gewähren. Okay, hier gibt es nicht viel zu tun. Hier starten wir jetzt gleich mal eine Belagerung, indem wir diese Einheit dorthin ziehen, in die Sümpfe gewissermaßen. Und damit müsste das jetzt als Belagerung eigentlich gelten. Wir können aber auch hier einen Angriff, geringe Chancen. Oder was kann man hier mit Gold? 43 Gold. Nee, das werden wir mit Sicherheit nicht tun. Wir sind einfach im Moment hier super angriffsschwach. Geringe Chancen. Nee, tut mir leid. Das bringt jetzt hier nichts anzugreifen, meines Erachtens. Ist auch das Terrain zu schwierig. Das müssen wir jetzt per Belagerung erledigen. Wir haben im Moment hier nicht die Mittel. Die Peltasten werden wir hier noch weiter heilen. Und das war's dann auch schon hier in der Region. Ne, hier gibt es nichts zu tun. So, den hatten wir gerade noch einen Verteidigungsperk gegeben. Eigentlich müssten die noch woanders... Gibt es hier auch noch die Möglichkeit, dass sie dort ein Upgrade erhalten? Was sagt uns dieser grüne Kreis. Ja, tatsächlich. Das ist ja gut, das kann man überall machen. Ja, dann machen wir natürlich auch hier die weiteren Geschichten. Angriff. Hier wollten wir allerdings eine Heilung machen. Das geht aber erst in der nächsten Runde. Müssen wir noch ein bisschen ausharren. So, hier ist ein neuer Hoplit. Der kriegt dann erstmal die Verteidigung hier. Und weiter geht's mit den Hippies. Disziplin oder Standhaftigkeit? Oh, ich mache hier mal Standhaftigkeit. Wobei, das kostet Stein. Stein ist wertvoll. Nee, dann mache ich erstmal Disziplin. Im Moment ist das eine knappe Ressource. So, die sind da. Da können wir erstmal nichts machen. Dann werden wir hier auch nochmal Selbstheilung machen. Okay, dann gehen wir hier runter. Hier ist tatsächlich ein Held gelandet. 17 Bewegungspunkte, 12 Bewegungspunkte. Jetzt die große Frage, was machen wir hier?
Ich tendiere hier dazu, dass wir uns hier befestigen. 3,3 und 1,8. 3,2 und 2,2. Tja, ja, gute Frage. Also hier, glaube ich, sind wir so weit aus dem Schuss, dass wir hier angreifen können. Das war allerdings nicht ganz so erfolgreich. Ein Sieg, aber kein wirklich überragender Sieg. 1,9 noch in der Verteidigung. Pastorf, dann rückt die hier auch nach. Greift hier nochmal an. Jawohl. Okay. Vernichtet. So, dann haben wir den General, der macht hier Selbstheilung. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, das Beste in diesem Moment ist, dass wir uns hier auf diese Position erstmal zurückziehen. Gleiche Chancen, ja, das will ich jetzt nicht tun. Aber wir haben natürlich jetzt hier Prodromoi-Kavallerie, die hier auch noch agieren kann. Unter anderem vielleicht mal in diese Richtung und die für uns so wichtige Steinmine vielleicht wieder zurückerobern kann. Es war ein Sieg, aber kein wirklich überzeugender Sieg. Versuchen wir es nochmal. Okay, damit ist das wieder in unserer Hand. Und die Frage ist, ob wir hier gleich Soforthilfe machen. Kostet nur Gold und Eisen, deswegen machen wir das. Fakion ist hier. Aber ich denke, wir sollten den Helden jetzt hier erstmal vernichten. Ja, problemlos. Und wir haben noch 8,5 Bewegung. Dann könnte man direkt Fakion angehen. Geringe Chancen allerdings hier. Das Terrain ist nicht gut. Kann man Fakion eigentlich auch per Einflussnahme? Versuchen wir das mal. Die Stadt ist doch so klein. Ja, sehr schön. Okay, sie treten uns bei, aber wir wollen die Stadt eigentlich gar nicht haben. Das wird jetzt bitter für sie, dass wir sie jetzt direkt mal plündern. Oh, warte mal. Fakion ist eine Stadt, die stark mit unserer Kultur verbunden ist. Die Plünderung der Stadt würde unsere Bürger verärgern. Nee, dann können wir es leider nicht machen. Naja, gut, okay, alles klar. Aber wir brauchen die Stadt ja auch nicht reparieren, immerhin. Gibt halt nur Loyalitätsprobleme. Aber das ist eigentlich jetzt der perfekte Ort, um unseren Helden dort mal hinzubringen. Da kann er zumindest für Zufriedenheit sorgen. Das gefällt mir wiederum. Okay. Hier können wir keine Bewegung mehr machen. Gut. Das ist alles boiotisches Gebiet, ne? Naja, also ich würde mal sagen, die Einheiten, die wir hier irgendwann frei bekommen, die werden wir hier hinschicken. Das gehört dem Thessalischen Bund. Da werden wir von Grevena aus dann vorgehen. Das gefällt mir ganz gut. Okay, das ist jetzt hier unsere Verteidigungsposition. Ich hoffe, die werden das gut verteidigen. Gucken wir mal. So, jetzt kommen wir zu dieser üblen Stadt am See. Was ist denn das? Euböa ist dort? Die haben die Stadt schon vernichtet? Die Sache hat sich scheinbar erledigt. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber gut, das erleichtert mich jetzt doch in gewisser Weise, dass diese Sache jetzt endlich zu Ende ist. Okay, das heißt, wir können hier doch runterziehen. Ihr kommt nach Agai. Das heißt, die Versorgung müsste jetzt hier auch stimmen. Wir müssen die bloß jetzt erstmal wieder heilen, ne? Oder? Nee,
Nachschub ist noch reduziert. Dann laufen wir jetzt erstmal so weit es geht. In die Richtung, in der wir wollen. Tja, die Frage ist, wollen wir die eigentlich upgraden? Könnte man machen, ja. Aber auch dafür müssen die erstmal ausgeheilt werden. Aber ich ziehe direkt schon mal in die Richtung. So, ihr seid bereit für ein Training? Sehr gut. Wobei, wir haben ja gesehen, dass wir die in allen Städten trainieren können. Ne? Aber nein, nicht in allen. In Goritza ja, in Uskana nicht. Insofern ist es, obwohl die müssen eh repariert werden, geheilt werden. Insofern können wir das machen, das Training hier. Wobei, wir können natürlich auch hier eine Schnellheilung machen. Dann wäre es doch besser, wenn wir hier hingehen und hier die Upgrades machen. Geht sogar in dieser Runde. Verteidigung. Sehr gut. Okay, wie sieht es bei euch aus? Axtkämpfer. Auch hier ist noch Training möglich, aber das werden wir nicht tun. Das heißt, die sind jetzt bereit. Und ausgeheilt. Und die... Was sagte ich? Wir wollen von hier aus Angriffe machen. Aber wir können offenbar auch über dieses Gebiet ziehen. Und sind dann schneller vor Ort. Da kriegen wir aber null Nachschub. Das ist vermutlich schwierig. Ne, wir werden von hier oben runtergehen. Aber auch da könnte es zu Nachschubproblemen kommen, sehe ich gerade. Hier wäre vielleicht der Moment... Na, ich schaue mir mal den Nachschub an hier. Es ist nur in dem Grenzbereich. Gegen Uxinia geht's eigentlich. Ich würde sagen, dann ist doch der Plan, dass wir von Grevena aus angreifen hier Uxinia und dann weiter vorstoßen. Das sollte besser laufen. Ehe die da sind, das dauert jetzt ein paar Runden. Aber ihn schicken wir schon mal auf den Weg. Wobei, einer wird hier bleiben, um die Gegend ein bisschen zu bewachen. Den können wir dann hier auch befestigen. Und auch eine Reiterei werden wir hier behalten. Die bringe ich jetzt nach Neocastron. Von dort können sie schnell überall sein. Und die werden wir in der nächsten Runde befestigen. Und hier in Pathos haben wir noch einen Held. Der kann auch da bleiben. Ja, dann hoffen wir mal, dass das genügt, was Bewachung betrifft. Okay. Gut, du kannst nicht gezogen werden, du bleibst dort. Ihr bleibt alle dort. Angreifen wollten wir nicht. Okay. Hier waren wir dabei, so Lücken zu schließen. Lohnt es sich, da oben auch noch die Straßen auszubauen? Bin ich mir nicht sicher. Aber jetzt ewig in den Osten zu wandern, ist auch doof. Machen wir das mal. Machen wir die Route von hier nach dort. Wir wollen alles mit diesen Straßen haben. Okay, wir haben 21. Ich habe ganz vergessen, wir wollten hier, oder ich wollte hier, reparieren. Das ist wichtig. Das machen wir jetzt. Und die Eisenmine scheint mir inzwischen auch sicher. Ist die sicher für uns? Wollen wir die Soforthilfe da reingeben? Nee, mache ich mal noch nicht. Noch ist der Moment nicht gekommen. So, hier müssen wir warten. Hier gibt es auch noch so Reste zu schließen. Straße. Da unten ist auch noch so ein Stück. Okay. Hier geht es mit dem Training weiter. Verteidigung natürlich. Okay, die Straße ist dort runter auch gebaut worden. Wir können von dort... Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr sinnvoll. Wir machen hier noch eine kleine Lückenbebauung. Und dann werden wir sie lieber in den Westen schicken, weil dort gibt es noch einige Minen, die nicht angebunden sind. Das gefällt mir besser. Ah, die Straße ist jetzt hier da. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt mal was Gewagtes. Dann werde ich von hier aus mal... eine Straße hierhin bauen. Das erleichtert dann und das Fortkommen unserer
Angriffseinheiten. Das ist ein bisschen riskant. Wenn der Gegner jetzt hier einen Vorstoß macht, stehen wir doof da, aber ich glaube, es wird nicht passieren. So, das ist jetzt hier nochmal wichtig, weil wir wollen eigentlich hierhin. Müssen wir bloß ein bisschen aufpassen. Wahrscheinlich sollten wir hier erstmal einen Zwischenstopp machen. Und dann im nächsten Zug hier hin und dann können wir hier anlanden und den Weisen dorthin bringen. Das scheint gut zu sein, okay. Damit sind wir durch. Wir können die Runde beenden. Bauen können wir nicht. Das haben wir alles ausgereizt. Ich glaube, handelstechnisch gibt es auch keine Neuerungen. Oh, der Thessalische Bund bietet wieder Eisen an. Wobei Eisen jetzt eigentlich gar kein großes Problem mehr ist. Aber warum eigentlich nicht? Das können wir auch ein bisschen auf Vorrat machen. Also, wir bieten Gold. Machen wir mal 6 Gold. Von denen hatten wir 5 Eisen bekommen, ne? Das mit dem Gegenangebot hat mir das letzte Mal irgendwie ganz gut gefallen. Wir machen mal 5-5. Mal gucken, was wir am Ende zahlen. Wie viel Eisen haben die denn hier? Oh, die haben einiges. Naja, 5 pro Runde würde uns aber hier schon weiterhelfen. Handelsdauer mal 20 Runden. Verluste erhöhen wir auch ein bisschen. Und mal gucken, was sie dazu sagen. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Lohnt sich, regelmäßig reinzuschauen. So, dann können wir jetzt beenden. Kyra existiert noch, attackiert weiter, hilflos irgendwas. Ja, die sind da angelandet, glaube ich, mit ihrem Schiff. Ah, das ist ein General, den kriegen sie noch nicht mal. Aetolien erobert weiter Minen von Boeotien. Jetzt greifen sie die nächste Stadt an. Naja, am Ende dient es ja alles der guten Sache, Boeotien zu schwächen. Mir soll es recht sein. So, Boeotien zieht sich zurück, kämpft jetzt gegen Aetolien. Das ist auch gut. Zieht sogar die Hopliten zurück und besiegt diese Einheit, aber das ist okay. Wo ist das? Das ist nicht in unserer Nähe. Das ist ein Krieg gegen Sparta von Boeotien. Und das ist allerdings in unserer Nähe. Und zwar, das war jetzt nicht nur ein Schiff, ne? Das eine Schiff habe ich gesehen, das war kein Problem. Athen zieht sich zurück. Ich hatte das Gefühl, da war noch ein zweites Schiff, was gefährlich werden könnte. Oh, der Angreifer stirbt. Jetzt aber Sparta mit Hopliten. Jawohl. Und damit sind wir wieder im Zuge. Okay, irgendwo Thylis. Wo haben die sich denn? Oh nein, es sind wieder... Ich sehe da oben, ist das unser Gebiet? Da sind wieder Kelten gekommen. Ach du Schreck. Ja, tatsächlich. Okay, alles klar. Wir können hier nicht so viel abziehen, wie ich dachte. Wir müssen hier immer ein größeres Kontingent zum Schutz der Nordgrenze hinterlassen. Ist das einfach so. Das Handelsangebot wurde zurückgewiesen. Erstaunlich. Wir lassen das weiterlaufen. Holz ist kein Problem für uns.
Und Korinth möchte Verteidigungspakt und Waffenbrüderschaft. Das finde ich schwierig da unten. Korinth. Nee, das ist leider zu weit ab vom Schuss. Das machen wir nicht. Wer weiß, in was für Kriege uns das reinzieht. Oxnia in Eordaea beschloss, Makedonien beizutreten. Warte mal, das ist doch die Stadt, die wir angreifen wollten und wo wir eine Straße hin gerade legen. Ist ja skurril. Das ist insofern, wahrscheinlich haben sie gesehen, oh mein Gott, diese zivilisierte Fraktion, die schafft es sogar in die entferntesten Winkel, großartige Steinstraßen zu verlegen durch Berge und Wälder. Der schließen wir uns an. Wir wollen auch ans Autobahnnetz angeschlossen werden. Großartig. Ja, Thylles kommen aus dem Norden, alles klar. Keltische Krieger haben wir gesehen. Guerillakämpfer wurde freigeschaltet. Prima, die können wir als nächstes dann erforschen. Gut, dass wir das nicht ausgegeben haben. So, jetzt gibt es mehrere Problemchen. Einmal habe ich hier doch irgendwo. Wo waren das? War hier noch ein Schiff? Da. Eine Bireme, die ist weit entfernt. Ich meine, wir hätten hier die, um zu reagieren, falls sie was anlanden wollen. Aber hier unten war doch auch schon wieder was in der Nähe von Larissa. Ich will aber jetzt den eigentlich loswerden, den Weisen. Tja. Das ist allerdings Gott sei Dank nur ein einzelner Krieger. Und hier haben wir, sollten wir ausreichend Truppen haben, um darauf reagieren zu können. Hoffe ich zumindest. Okay, da kümmern wir uns später drum. Wir starten damit, wie gewohnt, dass wir hier in den Osten gucken. So, die haben sich zurückgezogen. Wir sind hier noch nicht so richtig in der Lage, wobei mit 3,1 kann man doch hier schon mal weiter ranrücken. Klarer Vorteil wird uns hier gesagt. Komm, wir greifen an. Ich warte hier nicht ewig ab. Gelegenheiten müssen genutzt werden. Ja, ein Sieg. 97 Verlust auf unserer Seite, 239 auf der Gegenseite. Sie dürfen sich da bloß nicht ausruhen, in Sicherheit wiegen und so weiter. Währenddessen nutzen wir aber die Zeit, um hier weiter Selbstheilung zu machen. Ebenso mit diesen Hopliten. Das ist soweit okay, denke ich. Aber sag mal, das ist ganz offensichtlich hier keine Belagerung. Aber wir kommen natürlich auf dieses Gebiet ohne Kriegserklärung nicht rein. Geringe Chancen. Tja. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir werden uns noch ein bisschen ausheilen hier. Bis wir von drei Seiten hier irgendwie einigermaßen erfolgreich angreifen können. Im Moment ist das zu schwach, was wir hier haben. So, auch die Peltasten werden noch geheilt. Okay. Das wäre das. Hier. Wir haben hier immer noch Loyalitätsprobleme. Aber 14%, kann man das nicht noch schon ertragen? Ja, komm, das geht. Das erlauben wir uns mal. So, die haben den Angriffsperk. Können noch Disziplin und Standhaftigkeit. Aber hier entscheide ich mich wieder für Disziplin wegen der Steine, die das andere kostet. So, und dann können die an die Front. Wie sieht's hier aus? Hier wird weiter trainiert. Ebenfalls Disziplin. In Pella wird gebaut. Hier haben wir noch einen Hopliten, der ebenfalls Disziplin bekommt. Das Übliche. Und berittene Hippies, die hier noch die Verteidigung bekommen. Hervorragend. Sehr gut.
So, das da unten interessiert uns nicht. Jetzt gucken wir, was wir hier tun können. Wir haben hier ein Zweier. Reiten wir mal hin. Vielleicht können wir da was tun. Gefährliche Position. 1,7. Ja, und 1. Die können wir da eigentlich noch nicht hinbringen. Hilft nichts. Eine der Einheiten können wir im Innern heilen. Die andere Einheit. Haben wir keine Bewegungspunkte mehr? Okay. Dann bleibt die hier. So, das ist eine Truppe. Die kann dort agieren. Die kommt dort sogar hin. Ja, okay. Die müsste. Oh, das ist jetzt gut, dass wir hier die Wege haben. Nein! Der Angriff reicht nicht mehr von den Bewegungspunkten. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, schade. Ernsthaft? Ja, reicht offenbar nicht. Na gut, dann bleiben wir hier stehen und gucken mal, wo sie sich hinbewegen. Ich hoffe, oder? Wir müssten. Na, ich hoffe, dass sie nicht nach Epidamnos ziehen, aber die Viererstadt, die müssten sich zumindest einmal verteidigen können. Ne, bleiben wir hier. Muss irgendwie so gehen. So, was ist mit euch? Wie weit kommt ihr? Auch relativ weit. Schaut mal. Ach komm, dafür haben wir sie ja. Ziehen wir sie auch noch. Reicht doch eigentlich als Verteidigung, was wir hier haben. Aber auch die können nicht angreifen. Ist okay. Wir behindern auf jeden Fall ihr Fortkommen. Darum geht's. Zufriedenheit ist hier in Ordnung. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, ich habe doch tatsächlich diese Front hier ein bisschen vergessen. Wir haben hier einen erstmals ausgebildeten Hopliten, der jetzt hier die entsprechenden Perks bekommt. Der General wird weiter geheilt. So, der hat sich dorthin zurückgezogen. Ach so, Oxinia, ja genau, unsere neue Stadt hier. Da bin ich fast im Überlegen. Der Peltast, der kann ja jetzt nach Oxinia und wir sind ja dann genau richtig mit unserer Straße dort. Das passt ja sehr, sehr gut. Tja, was machen wir jetzt mit unserer Reiterei? Der Held bleibt hier. Eigentlich müsste auch eine der Einheiten hier bleiben, um das zu verteidigen. Aber es ist jetzt einfach sehr verlockend, ihnen hier verdammt viel Land abzunehmen. Oh, da ist auch noch eine Stadt, von der wissen wir noch gar nichts. Aber wer weiß, vielleicht laufen die jetzt alle über, wenn wir die jetzt hier so einkreisen. Da komme ich jetzt leider nicht mehr hin. Ihr habt auch keine Bewegung mehr. Ist jetzt sehr verlockend, aber ich glaube, wir bleiben mit der Einheit dort. Und verteidigen das. Wir wissen nicht genau, was da jetzt kommt. Befestigen wir das. Schauen wir mal weiter. So, was wäre hier ein nächstes Ziel? Beziehungsweise sollten wir hier erstmal heilen lieber? Wir müssen auf jeden Fall hier Schmiede und das alles, die Stallung jetzt mal nehmen. Das würde ich sagen, ist das nächste Ziel. Die Schmiede. Okay. Einige Verluste, aber es ist in unserer Hand. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob er hier nochmal rauskommt mit dem Hopliten, dann würden wir doof dastehen. 1,9 in der Verteidigung, hier 1,4. Ja, komm. Okay. Jetzt 1,7, das haben wir jetzt auch eingenommen. Alles klar. Die Hopliten werden weiter ausgebildet. Gut. Mit denen haben wir alles getan. Ja, hier könnten wir entweder in Richtung Makrakome ziehen oder uns auf dieser Position halten und ein bisschen heilen.
Aber vorwärts. Es muss immer weitergehen. Wir greifen diese Stadt auch direkt an. So, da ziehen wir ein. Hervorragend. Und gibt auch ein bisschen Beute. Und jetzt stellt sich hier wieder die Frage, können wir hier plündern? Ah, die Stadt brennt schon. Viel zu plündern ist da nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall in die Stadt ziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie behalten sollten. Wo ist denn jetzt unsere nächste Stadt? Das ist Phakion dort. Ja, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, wo wir sehr viel Material brauchen zum Reparieren. Gewisserweise ein heikler Punkt. Soforthilfe, was kostet uns das? 13 Steine. Oder lassen wir das wegbrennen? Eigentlich genügt uns Phakion hier. Ich glaube, wir lassen Makrakome brennen. Plündern geht ja, glaube ich, nicht, weil es schon brennt. Dann könnten wir Oxinia behalten. Trika wird auch niedergebrannt. Achelos wäre vielleicht noch ganz nett. Und dann hätten wir dieses boiotische Gebiet hier abgeschnitten und können diesen ganzen Brocken hier... Oh, was ist denn hier? Was sehe ich denn hier? Korkyra ist tatsächlich hier nochmal wieder hingekommen. Das ist ja verrückt. Und das sind die Thesprota, mit denen wir auch im Krieg sind. Hier gibt es ganz andere Konstellationen, die ich noch gar nicht im Blick hatte. Aha. Naja, gut, mir soll es recht sein. Alles klar. Das ist es. So, der Held, der kann sich dort auch befestigen. Dann sind wir hier noch dabei, eine neue Straße zu bauen. Okay, wie sieht's hier aus? Kann man hier schon heilen? Nein, dann mach weiter mit der Selbstheilung. Angeschlagenen Einheiten, die wollten wir auch selbst heilen. Und hier können wir ja leider noch nicht angreifen. Hier müssen wir ein bisschen Geduld zeigen. Weiter geht's. Aha, hier geht es jetzt um Straßenbau. Und jetzt würde ich mich tatsächlich mal konzentrieren. Halt, wir können hier eine Route noch zur Goldmine bauen. Das wird hilfreich sein. Sehr gut. Wird unser Goldeinkommen erhöhen. Und hier konzentriere ich mich jetzt mal erstmal auf die Verbindung der Minen mit den Städten. Das heißt, die Mine müssen wir mit Neokastron verbinden. Also gehen wir erstmal hier hin. Und können wir denen schon Befehl geben? Ja, können wir schon. Sehr schön, dann machen sie das nächste Mal, legen sie damit los. Ihr bleibt auch dort. Ja, richtig. Das war jetzt ein wichtiger Punkt. Die wollen wir dort anlanden. Das geht sogar in dieser Runde. Aber der kann sich jetzt, glaube ich, noch nicht weiter bewegen. Und wir können die sogar noch ein bisschen zurück wieder bewegen. Das ist ja toll. Tja, was die boiotischen Schiffe hier wollen, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Müssen wir jetzt mal abwarten, was das hier noch wird. Der Wagen wartet. Okay. Hier gibt es noch so ein paar optische Lücken. Die werden auch noch geschlossen. Weiter geht's. Ihr wartet hier auch. Und ihr auch. Und ihr auch. Und damit sind wir durch. Gut. Diplomatie gibt es jetzt nichts. Allerdings, das wollten wir brennen lassen. Ich denke, die Mine, da können wir jetzt Hilfe leisten. Da machen wir jetzt die Soforthilfe. Bei der Stallung weiß ich noch nicht so richtig. Die Kohlemine werden wir reparieren. Das scheint mir jetzt auch sicher zu sein. Den Rest lassen wir so stehen. Und die 11 Steine, die bewahren wir mal auf. Wie gesagt, wir könnten jetzt wieder in eine Phase von vermehrten Reparaturen kommen.
Plus 26 Goldzuwachs ist sehr in Ordnung dafür, dass wir unsere Armee immer weiter ausbauen. Können wir damit zufrieden sein? Beenden wir die Runde. Karien, von denen haben wir ewig nichts gesehen. Also Boeotiens zieht südwärts gegen Sparta, gut. Das ist interessant. Sind einige angeschlagene Hopliten. Und sie können die Spartaner dort ganz knapp besiegen. Hier. Oh, was ist denn das? Na, das sollten wir aber jetzt gewinnen, oder? Jawohl! Okay, das war das eine Schiff, was wir gesehen haben. Na, das war doch mal schön. Ein Flottensieg hier. 89 Verluste. Hervorragend. So. Das sind die guten Hopliten. Okay, Falcon. Gut, dass wir Falcon gesichert haben. Und das ist das andere Schiff, wo wir nicht wissen, was die da wollen. Der arme Siedler wird angegriffen, verteidigt sich dort aber in den Bergen gut. Jetzt wird es ihm schwerer fallen, aber hält sich dort. Oh Mann, was macht Sparta dafür? Klein. Hat er noch einen Kleinkrieg gegen Praia? Die in starken Defensivpositionen stehen. Das war etwas fehlkalkuliert von Korinth. Aber jetzt kommt der eigentliche Angriff. Vielleicht wollten sie auch nur das Schiff loswerden. Gut. Und damit sind wir wieder am Zuge. Die Molosser wollen Eisen von uns für 11 Runden. Das machen wir nicht. Ja, endlich. Das ist doch mal... Ach, Quatsch. Keine Waren mehr. Das ist schlecht von wegen endlich. Nee, das muss erstmal aufrechterhalten werden. Ich hoffe, die kommen noch. Die Waren, die sind sehr wichtig für uns. Die 10. Auch hier erreichen wir nach wie vor keine Waren. Egal. Wir sind großzügig. Das halten wir aufrecht. Friedensangebot von Athen. Nein. Diese eine Stadt wollen wir weiterhin haben. Das nützt uns nichts. Wir werden um Hilfe gebeten. Einmal Stein, einmal Nahrung. Hier kann ich leider nicht auf die Karte gucken. 6 Runden lang. Ach komm, wir machen das mal. Die Menschen fliehen, das ist der Plan. Der britische Krieger versucht, einen Teil der Fraktion Makedonien davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Betritt, aber das betritt nur Land, betrifft nur Land, glaube ich, ne? Rodromoi Kavallerie hungert. Ja, das habe ich schon geahnt. Ich weiß, wo das ist. Sollte kein Problem sein. Und das hier unten, das waren die Freunde aus Ätolien, die uns hier Land geklaut haben, dort. Gut, das ist jetzt nicht übermäßig dramatisch. Alles klar. Okay, die Reiterei werden wir besiegen können. Ja, ich würde sagen, das sieht ganz solide aus. So solide, dass wir erstmal beruhigt diese Folge wieder beenden können. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.